Leute, die Discord-Crew hat sich wieder zusammengesetzt, hat in einer schweren und langen Nacht die besten Clips für das Jahr 2021 und schon wieder ein Clip, Digga, leck mich doch am Hi, wir sind es wieder. Willkommen zum Best-of-Video aus dem Jahr. Excuse me, wir haben 2023. Wir haben wieder viel zu viel Material. Daher sage ich nur, rein. In Runde 4, zunächst aber noch ein Flashback. Das habe ich nicht kommen sehen. Bro! Der ist immer für einen Lacher gut, nicht wahr? Starten wir rein? Okay. Let's go. Sein Help. Warte, ich fix das kurz mit dem Onbo. Problem ist, dass deine Community aus Trollen besteht. Und warum dann nicht gestern bei Lüdi? Wow, Lüdi ist ja auch liebenswert. Ich gehe offline. Es reicht! What mic do you use? It sounds great. Und ich versuche jetzt nicht, das Mic mit meinem Hals zu berühren. I don't know. Das sieht doch gut aus. Auf den Schock ab in die Werbung. Und das heutige Video ist gesponsert von... Marvin, du bist zu einem Meter, so kann keiner springen. Ja, aber ich habe auch Kraft, um den richtig rein zu katapultieren. Wenn das jemand leicht, stell dir mal vor, wenn ich kann das mit Anna machen. Anna kann dich einfach so an einem Arm hochheben, das ist kein Problem. Büb. Kein Problem. Blub. Boah, ich weiß gar nicht, wie viele SWGler sind wir jetzt, die alle eine VR-Brille haben? Der Sandro hat eine, der Basti hat eine, der Joey, der Phil, der Cem, der Tastix, ich, der Swizzy, also schon mal mindestens 8 Leute. All around me are familiar faces, worn out places. Den wir beim Sanctis. 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 Ich weiß nicht, warum ich immer Sank. Weiß ich auch nicht, ganz ehrlich. Ich bin schon froh, dass ich nicht wieder Sanctis sage. Weil man schreibt das mit Ä. Und die Schweizer sagen Sanctis. Sanctis. Ja, aber es wird mit Ä geschrieben. Ja, wie sonst? Ja, mit einem A. Weil Sanctis. Sanctis. Ich glaube Sanctis. Sanctis, 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 Sanctis. 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 Sontis. Ich bin ja auch Sandro. Also ein A spreche ich wie ein O und ein Ä spreche ich wie ein A. Ein Ä sprichst du wie ein Ä. Sentis. Wie? Dann sage ich auch Sandro. Dann sagst du Sandro. Nicht Sandro. 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 Ja. Sandro. 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 Sentis. Sentis. Kann ihm bitte jemand sagen, dass es einfach keinen Sinn ergibt? Das macht auch keinen Sinn, das ist schwarz und deutsch. Meanwhile. Und Phil macht immer den Phil. Phil hat immer Cam an und dann beschreibt der Phil ganz exakt, was er gleich tun wird. So, Freunde, ich werde jetzt das Mikrofon muten, die Kamera ausschalten, mich langsam Richtung Kohleanzünder begeben, 3 Kohlen auf den Kohleanzünder legen, diesen einschalten, reingehen, meine Köpfe reinigen, die vom Vortrag übrig geblieben sind, meine HMDs schrubben, damit diese wieder fein, säuberlich und fertig zum Rauchen sind, diese anschließend trocknen, damit mir die Kohle nicht ausgeht, werde mir danach ein Köpfchen bauen und werde dann wiederkommen, die Kamera wieder reaktivieren, das Mikrofon entmuten und mit euch zusammen ein gemütliches Köpfchen genießen, nachdem ich mich nochmal mute, nochmal die Kamera ausschalte und die Kohle nach 10 Minuten anzünden, abholen werde. Bis gleich, euer Phil. Mikrofon mute, Kamera aus, fertig. Susaki haut 100 Bits raus. Also ich gehe dann mal Kohle legen, dann kurz aufs Klo, dann baue ich einen Kopf, dreh die Kohlen und mach schon mal den Kopf davor sauber. Bis dahin müsste die Kohle fertig sein und kann abgeholt werden. Nachdem ich die Kohle in den Nagrani gepackt habe, werde ich den Schliff des Schlauches in die Base der Pfeife packen und 3 Minuten warten, bis der Kopf warm genug ist, um meinen ersten Zug zu nehmen. Cam aus, Mike mute, Phil leave. Den Film machen eben. Und Menasmos, 3 Uhr nachts. Das kann ja nur ein Mensch eingeschickt haben. Aber ich werde euch nicht verraten, wer es war. Am Ende hasst ihr alle den Dennis! 3 Uhr nachts! Hoppala. Ich meine.
Scheiße. Ja, weil das Licht so heftig ballert, aber es geht absolut klar. Das sehe ich gut, so ein Abzug. Nein, ich habe mir nicht das Mundstück ins Gesicht gehauen. Teller auf der Breeze finde ich eigentlich ganz cool, wenn man irgendwie Angst hat, dass einmal eine Kohle runterfällt. Aber ich finde so rum schon ein bisschen besser. Imagine, einfach Spieletisch im Büro. Dann gibt's ein neues Format. 4 Jungs und ein Spieletisch. Nee, 4 Jungs ist doof. Ich will ja auch Frauen einladen können. 4 Friends and Fun 4-4. 4 Friends Fun 4-4. 4 Friends Fun 4-4. Fun 4-4 for 4 Friends am Fun 4-4. Das ist der Name. 4 Friends am Fun 4-4 for 4 Friends Fun. Fun 4-4 Friends am Fun 4-4. Das ist es. Fun 4-4 Friends am Fun 4-4. Das ist das Format, Digga. Besteht da die Gefahr, dass Wasser hochzieht beim Drücken? Nee, ich habe es ehrlich gesagt noch nicht getestet, geisteskrank in die Breeze reinzuballern, ob man da Luft... Sollen wir mal testen? Schafft man. Und dann ist hier noch so eine kleine... so ein Ding dabei. Ausgesetzt auf einer tropischen Insel kämpfen 7 Kandidaten 7 Tage ums Überleben. Boah! Und ich bin übrigens geisteskrank abgefuckt, ne? Wenn du das halt nicht sprichst, fällt dir das nicht so auf. Das ist wie wenn jemand Englisch spricht und auch nur so einen ganz, ganz leichten Dialekt hast, wo irgendjemand sagen würde, okay, der spricht perfekt Englisch. Sandro, es geht nicht um den Dialekt. Es geht darum, dass du selbst es 5000 Mal unterschiedlich sagst, aber mir dann erzählst, dass meins falsch ist. Jetzt kommt halt auch immer etwas auf den Kontext davon. Bro, willst du auf den Berg hoch, ist es der Santis. Willst du vom Berg runter, ist es der Santis oder was? Ich habe mal, was Thorsten geschrieben hat. Wie war das mit über Kleinigkeiten aufregen? Das ist keine Kleinigkeit. Das ist ein Thema, was mich seit mittlerweile Jahren verfolgt, weil die Schweizer mich systematisch hops nehmen. Ich brauche einen AMD. Restart? Ne, es funktioniert jetzt. Go! Es funktioniert wirklich! Au. Ich bin an den HMD gekommen. Ich habe mir den Finger verbrannt. Scheiße. Ich habe mir den Finger verbrannt. Schmutz. Wir sind jetzt sauer. Auf die Welt, weil das unfair ist. Armes Tuff, ja. Ja. Wie findest du Random Vapes? Kacke. Kauf dir eine Shisha. Kürbis. Kürbis. Pierre, was geht? Und die guckt mich so richtig mit großen Augen an und sagt, sie können aber gut Deutsch. Junge. Und ich denke mir nur so... Als sie mir die Story erzählt hat, war ich doppelt den Tränen nah. Ja. Einmal, weil das wirklich, also das macht mich wirklich fassungslos. Und zweitens, weil Hassi das so witzig erzählt hat. Nee. Nein! Habt ihr das gesehen? Ihr habt das gesehen. Sehr gut. I hate my life. This dog is trying. Digga, das ist wirklich Prank des Jahres. So einfach, so gut. So lustig war der auch nicht. Fandst du nicht? Ich fand den geisteskrank nice. Aber ganz ehrlich, mir geht dieses AI-Thema mittlerweile auch ein bisschen auf den Sack. Ich finde das ein bisschen lächerlich, dass egal... Ach, Photoshop-Beta. Die sah ganz cool aus. Ist das das Ende von Vapes? Oh ja, das war interessant. Und festen Handy-Akkus? Denn die EU hat nun eine neue Batterieverordnung beschlossen. Darin ist vor allen Dingen geregelt, dass Batterien nicht fest verbaut sein sollen. Zudem soll jedermann sie austauschen können. Und zwar auch du. Ich heiße Marvin. Ja, auch du, Marvin. How does he know? Lumos. What the f***? Eine Sache habe ich mir zum Geburtstag gewünscht, das ist eine Donauwelle von meiner Mama. Ich liebe die Donauwelle, das ist ein Kuchen. Okay, ich habe an Haare gedacht. Das ist eine Dauerwelle, Digga. Wenn du eine etwas größere Pfeife hast, dann nimm mir Low Lip. Aber ich habe jetzt hier zum Beispiel auch eine... Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Ach, nicht gut. Scheiße, das ist gut. Oh, Digga, hast die? Ja. Riech mal da dran.
Oh, die Moly. Das riecht übertrieben geil, oder? Ja. Du musst ins Mikro reden. Ach ja. Holy Moly. Wirklich, Leuten aus Wombach, ne? Nee, wie heißt das Gerät? Wolfsburg. Sag ich doch, Wolfsburg. Auf dieser Linie. Ja. Fuß für Oh Gott, es ist tatsächlich schwerer. Chat, seht ihr das? Seht ihr das? Clip, Clip, please. Please, Clip. Bitte. Bitte, Clip. Clippen Sie das. Starker Gegenwind bei euch. Both today and yesterday. Chat, ihr habt's gehört, er hat's mit A gesagt. Ihr habt's genau gehört, er hat's mit A gesagt. Du hast zu... Sandro, ich schwöre bei Gott, du hast es zu 100 fucking Prozent mit einem A gesagt. Ich glaube einfach, dass Schweizer Ä und A sind sehr nah zusammen und je nach Kontext ändert sich das, also je nach Wort klingt ein Ä auch eher wie ein A. Wie würdest du sagen, wenn ich sage, ich esse was, ich esse etwas? Asse. Asse. Obviously ein A. Das ist ein Ä. Oder wenn du halt schnell schreiben, wenn du das schreibst am Handy, dann mach mal ein E draus. Weil E ist ihm etwas mühsam zum Schreiben. Er hört mir gar nicht zu. Und dann kommen die Scotch-Kenner. Torf, Maple und Noten von Holunderblüte. Ich denke mir so, Digga, das schmeckt wie vollgeschissen von der Kuh. Hot Take Shisha-Tabak, die es nicht mehr gibt, die du slash ihr krass vermisst, wenn ja, warum? Den alten Black Nana. Der alte Love 66. Ah, Black Nana! Digga, da war das ist eine 80. Was ist das? Digga, das ist sein Handy. Da wurde irgendwas auf diesem Handy. Was? Digga, das ist jetzt nicht sein Ernst, oder? Der geht zum ersten Mal suchen und findet nach 3 Sekunden ein scheiß iPhone im Sand. Digga, das ist sein Handy. Da wurde irgendeine App auf diesem Handy geladen. Textfix. Das ist Werbung, Digga. Ich bin so drauf reingefallen, Junge. Oh, Junge. Geil! Stark, ja. Bestes Streaming-Programm. Ja. X-Ray. Oh, oh, Mashallah. Das ist richtig stark. Guck mal, du siehst aus wie ein Opa. Ja. Du hast einfach weiße Haare. Ja, weil du keine Haare mehr hast. Ding, 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 mother... Jibi, wo Kohle kommt, Digga? Da muss auf jeden Fall eine runter. Keine Opiate mehr. Ach, hattest du vorher das gute Zeug, ja? Nice. Wochen hat er sehr, sehr sauer und das spiegelt sich auch wieder im Geschmack wieder. Ich finde sehr, sehr saure Hauptnote im Flavor. Und im Nachgang habt ihr so eine leicht süße... Entschuldigung, Fipsi hat gerade einfach kurz meinen Mundstück kaputt gemacht. Ist es für die Leute, die gerne die Streams gucken, glaube ich, ein sehr cooler Stream mit sehr vielen verschiedenen Ansichten. Sei es zu Tabak, zu Reis oder auch zu Aspartam. Ja. Ich glaube, was halt auch... Was denn? Was ist denn jetzt schon wieder? Der hat sich gerade geschüttelt, ne? Hast du es begeistert? Zero-Zeug genauso schlimm, wenn nicht noch schlimmer durch die ganze Chemiekrütze. Das ist wirklich so diese Woke-Mentalität. Das hatten wir am Sonntag, ne? Aspartam, yeah, Junge. Du wirst in 2 Wochen Krebs haben. Digga, glaubst du wirklich, wenn Aspartam minimal krebserregend ist, dass uns das interessiert, wenn wir uns hier gerade 8 Köpfe an einem Arm reinziehen? Und wie du wieder aussiehst, Löcher in der Hose und ständig dieser Lärm. Dieser Lärm. Was sollen die Eltern sagen? Wie stehst du zum Triple R-Sign von Fahrradbang? Keine Ahnung, Digga. Geister Fahrer! Es riecht sehr unangenehm. Bandana? Wie bindet man so eine Bandana? Wie macht man das? Ich kenne das nicht. Ein Flavor für mich wäre es nicht, denn, also was Marvin noch nicht angesprochen hatte, ist, dass er so leicht nach Pappe schmeckt. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine. Nein. Aber wenn ihr so... Pappe? Junge, das Ding macht Geräusche. Egal. Der Flugsaurier? Ja. Yeah. Oh, der fliegt zu dir.
Marvin. Ich habe, by the way, 13,9 Basis. Okay, können wir jetzt wieder ernst bleiben? Ganz kurz nochmal zu dem, der hat sowas leicht was von diesem Calippo-Eis. Wisst ihr das? Kennt ihr das? Dieses Ach Digga, ist doch egal. Ich muss aber noch ergänzen. Und die beiden Jungs haben gerade gesagt, nein, so ist es nicht. Aber ich finde, da ist sowas leicht Sahniges noch dabei. Als ob da so eine gewisse, so ein kleiner Touch Sahne noch dabei ist. So wirklich im Hintergrund. Und wenn du dich nur so ein bisschen darauf konzentrierst, schmeckst du es eigentlich raus. Aber kann auch sein, dass es entweder einfach nur die Mango ist. Die gute alte Geschichte, wie meine Großeltern dachten, ich wäre drogenabhängig. Die wussten halt nicht, dass Shisha nichts mit Drogen zu tun hat. Und als ich dann das auf öfteren Mal den Lungentorpedo gezündet habe, und meine Großeltern, oh Gott, Junge, du warst doch immer so brav. Und jetzt die Drogen, auch noch zu Hause im Hof bei den Eltern. Was denkst du dir denn bloß? Junge, Junge, warum hast du nichts gelernt? Und wie du wieder aussiehst. Boah, Hassi, du musst da was an deinem Mikro verstellen. Oh, warte, ich glaube, ich komme dran. Ja, jetzt ist besser. Ja, viel besser. Viel besser. Du siehst und redest komisch. Du siehst wie ein Kriecher. Okay, okay. Ich liebe Frankfurt. Was soll ich denn sagen? Sie hat Mund. Du musst leise sein, du billiger Hose. Du billiger Hose, das ist sehr stark. Ja, hast du, erzähl doch mal, was schmeckst du denn raus aus dem Mix? Coconut Shake? Falsch. Okay. Es schmeckt nach Kokosnuss. Kokosnuss, Alter. Das ist der Blaubeere von Tengis. Das ist ebenfalls falsch. Okay. Warum ist mein Stream Deck noch aus? Wer geht schon? Das ist doch Horrorfilm 101. Geh nicht alleine nachts in den Keller, Digga, wenn's Licht nicht geht. Das kann nicht funktionieren. Obviously bist du tot in 30 Sekunden. Das sind diese Situationen, wenn du die in einem Horrorfilm siehst und denkst, tu's nicht, Bro. Und er macht's trotzdem. Guess what? Er wird gemeuchelmördert. Puh, das ist schon ein bisschen süß. Nein. Oh nein. Ach, Digga. Ach, du Scheiße. Oh mein Gott, holy shit. Aber VR-Horror-Games zocken auf gar keinen Fall, Digga. Ja, ich verstehe. Und deshalb machen wir jetzt genau das. Ja, genau. Weil Wer will anfangen? Du. So, die Kopflampen werden immer an sein. Die haben aber jeweils nur 100 Lumen. Und 100 Lumen, ist nicht viel. Das sind nicht viele Lumen. Das sind nämlich nur 100. Oh. Was? Da hinten ist die Tür offen. Oh. Ja. Oh, du. Oh ja. Weißt du, was mich nervt? Ah? Hier ist die Batterie, das heißt, das Spiel geht noch länger. Ja, natürlich geht das noch länger, Digga. Wir bewegen uns ja auch fast nicht fort. Ah! Eine Ewigkeit später. Nicht fort. Ist lecker. Ja, tut mir leid, wird nix. Aber im Großen und Ganzen lasse ich das mal beruhigen und dann pendelt sich das irgendwann wieder ein. Weil die Leute, die vor Corona geraucht haben, werden zum größten Teil auch jetzt noch. Die Leute, die vor Corona Shisha geraucht haben, werden zum größten Teil auch jetzt noch Shisha rauchen. Naja, ich weiß nicht, was ich da wieder gemacht habe. Wir zwei werden, glaube ich, leider keine Freunde. Und ich würde die Hand für ins Feuer legen. Käfer. Yate! Okay, tschüss! Erinnert ihr euch noch an dieses Placement, wo der Typ da
das Handy im Sand versteckt hat, um sein scheiß Placement zu drehen. Und ich war in der ersten Sekunde. Was? Digga, das ist jetzt nicht sein Ernst, oder? Das ist Werbung, Digga. Hi. Na? Na? Alles gut? Teil hast du verpasst, wenn ich das schreibe, dann schreibe ich das mit E. Also wenn ich so am Handy eine Nachricht schreibe. Weil E immer so mühsam ist zum Schreiben. Das ist kein Problem für mich. Mhm. Also, ich das ist vollkommen gerechtfertigt, dass das eigentlich ein A ist. Es, also, nein, es klingt wie ein A. Kommt davon. Es wird, ihr sagt, es ist ein Ä, aber es wird geschrieben mit einem E. Also, das macht dir halt auch einfach Sinn. Aber manchmal weißt ist es auch ein I. Also, wenn ich jetzt sage. Stopp, stopp, stopp. Ihr sprecht jetzt alle Hochdeutsch. Schweizerdeutsch ist ab jetzt verboten. Also, nee, ist gecancelt. Abonniert, da gibt es immer super Videos und ich kann euch auch das Video Geschichte der Shisha empfehlen. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, da ging extrem viel Arbeit rein und es ist ein sehr, sehr, sehr gutes Video. Also geht das auf jeden Fall noch anschauen nach dem Stream oder während dem Stream, aber jetzt nicht aus dem Stream raus. Und dann könnt ihr Marvin auch noch auf TikTok folgen. Da gibt es super Short-Ausschnitte aus den Streams, Instagram, auch ab und zu mal Bilder, aber täglich Stories. Wirklich, wenn ihr wissen wollt, wie Marvins Leben aussieht, geht bei ihm rein auf Instagram. Hallo, hallo, hallo. Es wird Zeit, eine neue Mini-Rubrik zu präsentieren. Es geht heiß her. Oder so. Wenn ihr noch nicht genug von mir habt. Hä? Ich will nicht bei der Fotze einkaufen, die war übel assi. Oh, aber die hat diese Eier, die wir brauchen. Nee, ich bin lieber der unten. Ansonsten ist der andere tot. Sehr lang kann auch sehr gut sein. Kommt immer drauf an, was es ach, ist. Ach, Digga. Ja, da pack ich schon. Ich bin ja ein großer Junge, ne? Schon geil mit einem Pickup, ne? Ich weiß nicht, ob ich kommen will. Ich glaube, ich werde danach nicht mehr. Also, wer keinen halbwegs soliden Kopf aus dem Popo rauskriegt, der macht wirklich was grundlegend falsch. Gary! Oh! Was? Warum fliegt das denn so wild durch die Gegend, Digga? Boah, ich hab mir sowas von ins Gesicht gejisst, Junge. Ich hab mir gerade einen kompletten Facial gegeben. So. Oh ja, pass. Hörerfax, es ist das Hörerfax, Hörerfax. Und heute, als der Basti in meiner Küche ein Köpfchen bauen wollte, ist uns eine Dose entgegengefallen. Und das ist der ausländische, originale, must-have, current. Und das wird... Na 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 yeah. Das ist so you cringe. You are the music in me. Das Ding ist halt, alleine muss ich da gar nicht drüber nachdenken, ne? Also wenn, brauche ich da wieder Hilfe von einem Haufen Leute. Dankeschön, dankeschön. Stellvertretend für jeden, der heute einen Sub da lässt. Ich würde euch allen gerne so die Hand schütteln. Dankeschön. 37 Monate. Junge. Oh, Valley of Plenty. Kriegt einen Kopf? Nein. Ja. Doch. Was für ein Kopf? Ein von Hukain. Nein. Ja. Geil. Oh. Da. Hammer time. Schreibt, ich finde so einiges. Ja, wirklich. Findest du auch. Was? Bastis Penis? Digga. Ganz kurz zu Filmen. Meinst du etwa? Ja, ist gut. Ja, du lieferst zu viele Vorlagen. Ja, ist wirklich. Weißt du, was auch noch eine Vorlage? Oh. Gut, also. Jawohl. Der Basti hat das vorbereitet, der hat genauso gestruggelt, der hat es nur off-cam gemacht. So, ja, und, so. Aber ohne Gabel, mit reiner Manneskraft. Mit deinem Penis? Ja. Basti. Oh Gott, ihr werdet mich hassen, wenn ihr drauf kommt. Okay, pass auf, bis jetzt macht es noch nicht so viel Sinn. Was ist das? Okay, pass auf, pass auf.
Gott. Ach du heilige Scheiße. Das ist das schönste Zebra, das ich jemals gesehen habe. Wisst ihr, was auch das Schönste ist, was ihr jemals gesehen habt? Wie auch letztes Jahr gab es wieder ein ganz besonderes Highlight. Die Shisha-Messe stand an und Marvin konnte mit und für seine Community eine eigene Pop-Up-Shisha-Bar auf über 100 Quadratmeter in kürzester Zeit planen und aufbauen. An der Stelle Riesendank an alle, die geholfen haben. Danke an das Omera-Team und natürlich an alle Partner, die den Stand mit Ware wie Pfeifen, Tabak und Kohle unterstützt haben. Natürlich auch an die Shisha-Messe selbst. Das ist nicht selbstverständlich. Den Rest erzählt euch Marvin jetzt selbst. Ein extra dickes Dankeschön raus für 3 Monate Tier 2. Guten, ein weiterer Monat für den Messestand. Oh. Ja, da habe ich auf jeden Fall Nachrichten. Wir haben eben auf dem Discord noch drüber geredet, ob ich es direkt einfach erzählen soll. Und zwar hatten wir ja am Donnerstag einen sehr, sehr wilden Stream. Ich wollte eigentlich nur in aller Ruhe einen Shisha-Messe-Special-Stream machen. Und das haben wir auch gemacht. Ja. Wir haben alle möglichen Messeinfos rausgehauen. Also 28., 29., 30. April in Frankfurt. Wir haben uns dann danach die Ausstellerliste angeguckt und haben dann gesehen, dass D18 frei ist. Ich habe eben gesehen, dass D18 frei ist. Ich könnte auch einfach mal die Shisha-Messe fragen, ob ich D18 haben kann. Und dann seid ihr so sehr ausgerastet, dass ich mir dachte, okay, weißt du was? Ich frage jetzt einfach mal nach bei der Shisha-Messe. Dann habe ich dem Hamid geschrieben von Shisha-Messe und dann hat mich der Hamid zurückgerufen. Und dann hat der Hamid gesagt, der ist weg. Aber ich hätte hier noch den F01 und der war halt nicht 35 Quadratmeter, sondern 102 Quadratmeter. Und dann habe ich gesagt, okay, lass mich mal drüber nachdenken. Ich kann das jetzt nicht einfach so entscheiden. Und das war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel Kopfschmerzen am Freitag und sehr viel Arbeit. Thank you.
dass Marvin sich oft verspricht, ist ja bekannt. Daher kommen hier unsere absoluten Highlights. Kleiner Fell am Rande, Turbine neben dem Schreibtisch mit geschlossenem Fenster macht ganz schön komisch im Kopf. Boah, das ist nicht gut, Digga. Das ist nicht gut. Auf jeden Fall Fenster anmachen beim Kohle anmachen oder im besten Fall Kohle gar nicht erst drinne anmachen. Mic on. Ich hab's doch runtergeklappt, warum hat's nicht funktioniert? Hä, warum habe ich euch die Musik ausgemacht? Okay, ich wollte euch auf jeden Fall nicht die Musik anlassen. Kommen bitte Pakete um 19.30 Uhr an. Hä, hey, Amazon voll oft bei uns so spät. Amazon kommt bei mir, wenn die viel zu tun haben, manchmal auch um 9. Also das, ja, ist bei uns auf jeden Fall nichts Besonderes. Junge, habe ich mich erschrocken. Stream hängt am TV und plötzlich geht saulaut Werbung an. Darauf ein Köpfchen Darkseid. Ja. Bei uns auch? Ja, ich glaube bei vielen Leuten, oder? Dass Darkseid so spät kommt, ist jetzt echt kein Weltwunder, oder? Wie die Hausherren Discord-Channel. Das ist jetzt nichts, was sie irgendwelchen Content von mir vorbehalten würde, auch wenn ich zum Beispiel, wenn ich da mal Pakete bekomme, dann mache ich die mal im Discord auf oder so. Aber wenn das was Wichtiges ist, zum Beispiel die Leute, die mit mir gestern Morgen im Hausherren Discord-Channel waren, die wussten schon genau, was im Discord-Paket drin ist. Weil als das Paket kam, war ich daheim im Discord, habe die Kamera angemacht und habe mit den Leuten da zusammen das Discord-Paket, das Darkseid-Paket ausgepackt. Na? Reagierst du später auf das neue Video von Dylit? Ich habe noch gar nicht geguckt, was es so Neues gibt. Wie gesagt, das von Y-Kollektiv haben wir schon im letzten Stream geraucht. Also wenn ihr euch einen AO bei Shisha World ziehen wollt, gibt es noch mit SWG 912 auf den AO 912 5 Euro Rabatt. Dann kriegt dann für 30 Euro. Ist aber immer noch 5 Euro mehr als für einen AO. Aber wenn ihr Edelstahl wollt, wäre das maybe eine gute Option. Und jetzt so, aber dafür im März nicht mehr dahin und keine Schmerzen. Wichtig. Wenn Zahnauer, schnell zum Tabak. Zum Doktor! Zum Doktor! Nicht zum Tabak! Also noch ist alles gut in Winterberg, ne? Wir wollen ja morgen Schneefahren gehen und ich habe Angst, wenn es so warm ist. Nope. Ich glaube nicht, dass es an der App liegt. Das kann sehr, sehr geil. Das kann... Johannes der Ehrenmarv hat mit Marv wieder mal Köpfe raus. Is for me. hatte einer schon den Kimatra von Loyal? Ja, den hatte ich, der ist sehr, sehr geil. Das ist vielleicht so, ich glaube, es ist sogar meine Lieblingssorte von Kimatra. Ist es denn so ein Ding, wo du sagen würdest, das muss man mal probieren oder eher so, ist ganz wild, aber noch normal, was? Aber nochmal rauche ich den nicht so. Frag mich doch mal beim Fazit, Fluffy. Frag mich doch mal beim Fluffy. Ach, Digga. Warum nicht den Akrani auf dem Oblako? Haben wir eben drüber geredet, weil wir dann zwei Variablen verändern würden und ich nicht mehr eine gezielt bewerten kann. Wenn ich den Akrani auf dem Onmo rauche... Wenn du jetzt überlegst, von beiden haben wir ungefähr 8 Gramm und wir haben einen deutlich größeren Must-Have-Anteil, einen deutlich größeren Hukain-Anteil, als wir Hukain... Ach, Digga! Tut mir leid, wenn ich so frage, aber ist Kiss mit White Cherry besser zum Purrauchen oder zum Mischen? Wenn ja, mit was? Geht beides ganz gut, wobei ich Kiss mit relativ selten pur rauche, kannst du aber. Ich fand mit Zitrone-Killer, ich fand mit einem anderen Kirsche-Killer, zum Beispiel noch mit Loyal oder sowas. Kirsche-Kohle ist auch immer geil. Ja, das wären so meine spontanen Empfehlungen. Für alle, die noch auf YouTube sind, da zocken wir noch eine Runde und rauchen jetzt noch gemütlich dieses Köpfchen. Kommen Sie gerne mit. Die Mods packen euch bestimmt nochmal den Twitch-Chat in den YouTube-Link. Kommt gerne mit rüber. Hast du vor, einen Stream bzw. Video von der Messe zu machen? Video yes, Messe auf keinen Fall. Und sagt, irgendwie ist es schon ganz schön warm. Oder findet ihr nicht? Und ich dachte nur so, ja stimmt, es ist wirklich warm. Ja, stimmt, es ist wirklich warm. Auf einmal ziehen synchron 15 oder 20 Leute im Umera ihren Pulli aus. Und was haben sie drunter? Das Shirt mit dem Zebra als Logo. Ihr habt mich so geisteskrank hops genommen. Und dann habe ich auch ein Zebra-Merch-Shirt bekommen. Das ist aber leider schon in der Wäsche. Alle meine Klamotten von der Messe mussten definitiv in die Wäsche. ASAP. Und da sind sie jetzt auch. Aber dieser Moment, wo sich 15 Mann oder 20 Mann und Frau den Hoodie ausziehen und darunter dieses Zebra-Shirt ist, ich glaube, ich war so... Was hältst du von Selbstzündern? Ja, der Phil hat dir schon die richtige Antwort gegeben. Was hältst du von Selbstzündern? Was hältst du von Selbstzündern? Abstand. Mir musst du es nicht erzählen. Wie gesagt, ich rauche ja auch wie ein Schlot und mache trotzdem viel Sport und komme trotzdem gut klar. Es wäre wahrscheinlich trotzdem besser, wenn wir nicht rauchen. Wir können versuchen, uns das so lange wie wir wollen schön zu rauchen. Auf der Terrasse erstmal Pfeife gönnen mit der Aussicht. Digga, kannst ja wohl ein Gift draufnehmen, dass ich auf dieser Pfeife dann instant eine schöne Pfeife ballern würde. So, also an alle auf YouTube, kommt gerne noch rüber auf Kick oder Twitter, da geht's noch weiter. Würdest du den Hukain Lashlip auf der Ultimate empfehlen? Nee, ich finde, es gibt bessere Mehrlochköpfe als den Lashlip. Ich würde den Vandenberg V2 nehmen.
oder Superforator. Und dann wird das so alle drei Monate mal so ausgestellt, ne? Ja. So einmal in der Uni. Und dann du hast basically einen kostenlosen Bluttest. Ja, und du kriegst Snacks danach. Was für Snacks? Na, so Knickknacks, Sneakers. Wie viel? Sneakers, perfekt. Wie viele Sneakers kriegst du? Von Nike oder Adidas? Ja, Nike. Nike. Was hältst du von Bananenweizen? Geil. Ist geil, ne? Richtig geil, Digga. Bananenweizen fand ich immer geiler. Okay, ja. Fühle ich auch, aber Kirschweizen ist auch stark. Gibt's auch einen Kiba-Weizen? Weiß ich nicht, habe ich noch nie geraucht. Und Kevin, Grüße, Digga. Du weißt nicht, wo du hier reingelaufen bist. Weißt du? Es ist ein cooler erster Eindruck, aber es ist leider nicht so aussagekräftig am Ende des Tages. So, schreib mir bitte mal in der Flüsternachricht FIFA Vorname, Nachnummer, Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort, so dass man ein Paket zu dir schicken kann. Vorname, Nachnummer. Hatte vor zwei Wochen das Fenster offen, da hat irgendein Depp einen Pollenböller um 2 Uhr nachts gezündet. Perfekt. Wenn du ein bisschen weniger Geld ausgeben willst, dann würde ich dir die Viro Evoke empfehlen. Die kannst du dir zum Beispiel bei Aeon holen, da gibt es auch den Code SWG, kriegst du noch ein kleines Goodie on top. Und zu beiden Videos gibt es auch Pfeifen, also wenn du da nochmal ein gescheites Review angucken willst, guckst du mal auf meinem YouTube-Channel vorbei. Selbst wenn jemand nicht mit viel Hitze raucht, ist es trotzdem im Vergleich zu wie in Dubai oder so geraucht wird, ist das trotzdem sehr High Heat, was wir machen, ne? Und aber wenn du schon Abo und Sub, also wenn du schon Mitglied und Sub bist, ist das schon extrem geiler Support, Digga. Also, Imagine, es würde die Funktion geben, jetzt rede ich darüber, dann habe ich darüber geraucht und man könnte einfach sagen, klick mal auf Marker 2 und bupp, die Leute sind genau an der Stelle. Die neue Brille ist cool, aber es ist geiler, dass ich die Brille loswerde, als dass ich mich jetzt unglaublich auf die neue Brille freue. Ihr versteht, was ich meine, oder? Ich muss mich nicht wieder um Kopf und Kragen regen. Und da gab es in Deutschland in den Läden Tabak, Shisha-Tabak, aber nur Schmutz und vor allem nur Tabak, der komplett furztrocken war, weil es noch nicht diese extra Kategorie für was und Pfeifen, was? Also ich halte die Dose leicht schräg und lasse dann einfach locker fluckig. Locker fluckig. Auch dieses Jahr hat Marvin wieder mehrere Spiele für sich entdeckt. Hier sind ebenso einige lustige Clips entstanden, die es in das Best-of geschafft haben. Wir kommen zum Part, wo SWG 10 erneut nach den Sternen greift. Weiterhin auf der Suche, dem Quest nach Ruhm, Anerkennung und Preisgeldern. In der ESL. Rechts von wo du warst. Bro. Wo Schlüssel? Genau vor dir. Was genau vor? Wo? Wirklich, ich sehe das Scheißding nicht. Wollte mich jetzt. Der Marker an der Wand. Nein, das ist das Schloss, aber wo ist der Schlüssel? Oh. Der Tod. Komm von oben. And I will always love you. Und Zeit. Oh nein! Oh nee! Digga, was war das? Ich hab niemals was Geileres gemacht als das. Niemals! Wir haben einen fucking Messestand, Freunde. Mach Stress, Timo. Hallo? Hello. Ich dachte, wir sind in der großen Liga, Jungs. 2500. Du elendes Scheißvieh. Setz dich irgendwo hin und ich ficke dich. Du drückst mit deinen Bewegungen genau das aus, was ich hier auch fühle. Das ist jetzt nicht sein Scheiß Ernst.
Ich wollte hier Abmoderation mit ihm zusammen machen. Nein. Hä? Oh mein Gott. Warum? Blauber. Ich hatte meine Hand nicht mehr an der Tastatur. Ich hab die extra in die Cam gehalten, Digga. Halt dein Maul, ich war das nicht. Gelb, du Dummkopf, grün, du Dummkopf. Gelb. Oh, auf. Du musst nur hoch und runter. Wenn du mich abfuckst und Vollidiot in mich reinfickst, dann bist du selbst schuld. Komm rüber. Nein! Hey. Vielleicht nicht, wenn Leute auf deinem Scheißkopf sind und du nicht springen kannst! Komm doch einfach alle mal nach rechts gelaufen. Ja, so. Wer? 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 Oh mein Gott. Nope, 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 nope. Nice, wer hat's erraten? Wer hat's erraten, Digga? Achso, der. Hä? Oh, ja, mega lag. Oh nein, oh oder nein. Leg? Ich bin über der Neck. Nice. Komplett. Ja, kompletter DC, oder? Alle Tote. Lol, ich fliege in der Luft. Was ja, ist hier denn passiert? Ach, nur mein. Was ist, was passiert denn jetzt? Nur die Zugmaschine. Hallo, ich mach nix, hier dreht sich alles im Kreis. Stopp, hallo. Was passiert hier? Ich mach gar nichts, Digga. Ich hab literally nichts gemacht. Hallo, Spielpause. Ah. Ich guck rechts. Komm, ein bisschen Pfeife rauchen. Oh, ich guck links. Ah, ich guck links. Guck nicht mehr links. Müssen wir hier raus? Oh Gott, Marvin, du hast das Auto mitgenommen. Entschuldigung. Oh shit, das könnte eine Kurve eng werden. Oh. Oh, Basti, what the fuck? Was war das denn, Digga? Jetzt echt. Ach, Digga, was machst du? Scheiße, was hast du da gemacht? Marvin hat es aber einig, weil er fährt. Wer ist dieser Verkehrsregel? Der Bus, die Berührung! Nein! 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 Champ, fahr! Champ, Champ! Stopp, stopp! Was Gary ist denn da los? Ganz easy gegen ich das. Ich schaff nicht mit 120. Oh Gott. Ja, Oh Gott, Mino! Alter. Stau! Stopp! Vollbremsung! Vollbremsung! Oh! Oh 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 oh. Wer wohnt denn noch an das ganz tiefe Meer? Oh Scheiße, das ist zu eng, das ist zu eng. Junge! Ich bin der Meister-LKW-Fahrer, Junge. So ein Ab durch dich, Mann. Hasti! Hasti! Spast, Alter. Fuck! Alter! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Vollbremsung. Ich seh's. Oh Gott. Mann, Jungs, ihr habt mein ganzes Spiel kaputt gemacht. Ich hab den Tempomat gerade auf 800 hochgedrückt. Und dann musste ich bremsen wegen euch. Okay, Digga, ich frage. Was ist denn bei Rasti? Der ist hinter der Leitflanke, Digga. Was ist das? Wie ist das denn da hinten? Du kommst nie wieder rein, da geht's runter. Wie hoch kann man eigentlich sein Tempomat einstellen? Perfekt. Alter! Danke dir, Gary, danke dir. Entschuldigung. Ey, Basti, Junge! Gut, hast sie, Abfahrt. Junge, was ist mit dir? Voll entspannt. Nächst rechts ab. Jetzt. Oh ja, da. Ey, Basti. Können wir Basti aus unserem Club schmeißen? Warum?
Mit dem Rauswurf von Basti endet auch das Best-of von Shisha WG 2023. Wir von der Discord-Crew hoffen, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Bis zum nächsten Jahr. Danke Marvin. Danke Community.